voller Spannung und Erwartung, denn in den letzten Tagen, Wochen und Monaten drangen die verschiedensten Details des heutigen Musicals an mein Ohr. Aus erster, zweiter, dritter, vierter und manchmal sogar aus fünfter Hand, wie man das eine oder andere entdeckt oder mitbekommen hat. Die Spannung ist in den letzten Tagen gestiegen und Herr Novak, dem wir dieses Musical verdanken und vor allen Dingen dem Engagement dieser vielen Ehrenamtlichen hinter mir und auch hinter der Bühne noch, die sich jetzt engagieren als Musiker, als Chor, als Darsteller. Sie möchten uns das Leben von Arnold Janssen nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise näher bringen. Anlässlich der 10-jährigen Heiligsprechung gibt es so manche Veranstaltung, aber die heutige ist sicherlich ein großer Höhepunkt. Denn so wie es im Textheft heißt und auf der Karte, Arnold Janssen, der die Welt bewegt, so hat er uns heute bewegt, dass wir hierher gekommen sind, um von ihm zu hören, von ihm zu erfahren und letztlich sein Leben auch zu feiern. Ich wünsche uns allen heute Abend viel Freude, gute Unterhaltung und natürlich Gottes Segen. Thank you.
Oder interessiert ihr euch wirklich für das Leben des Heiligen Abends? Also wenn ihr mich fragt, die Heiligen, die stehen auf dem Sockel. Die haben mit dem realen Leben nichts zu tun. Es ist reine Zeitverschwendung, sich damit zu beschäftigen. Also, wenn ihr mich fragt, könnt ihr jetzt schon mal nach Hause gehen. Was machst du denn da? Willst du die Leute vertreiben? Wer sagt denn, dass Heilige auf einem Sockel stehen und immer die besseren Menschen sind? Das sagt die Kirche in ihren Sonntagspredigten und in öffentlichen Verlautbarungen. Alles, was rau ist und rau daherkommt, wird glatt gebügelt. Und was krumm ist, wird gerade gemacht. Die Kirche hat ein Problem damit, wenn ihr Bodenpersonal Ecken und Kanten hat. Deshalb kehrt sie Unangenehmes unter den Teppich. Die Kirche denkt zu dogmatisch und zeigt zu wenig Barmherzigkeit nach innen und außen. Sie muss sich aus dem Dunstkreis ihrer feierlichen Liturgie herausbewegen, sich den Menschen zuwenden und endlich anfangen, ihren eigenen Ansprüchen wenigstens ansatzweise gerecht zu werden. Die Kirche ist nicht vollkommen. Und Kirche sind wir alle. Und wir alle haben Ecken und Kanten. Trotzdem lädt Gott jeden Einzelnen von uns ein, in seinem Weinberg mitzuarbeiten. Ich kann deinen Frust ja verstehen. Aber wer sich vom Acker macht, darf sich nicht beschweren, wenn das Feld ohne ihn bestellt wird. Puh. Wobei soll ich denn mitmachen? Die Amtskirche genügt sich doch selbst. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Meinung wirklich gefragt ist. Ich darf zwar mitarbeiten, aber das Sagen haben allein die da oben. Die da oben waren auch für Arnold zunächst keine große Unterstützung. Er stand mit seinem Missionsprojekt oft kurz vor dem Scheitern. Große Unterstützung für sein Lebenswerk hatte er zunächst kaum. Ganz im Gegenteil. Er wurde von vielen belächelt. Aber er glaubte an seine Berufung. Das machte ihn zum Heiligen. Zu einem Heiligen, der auch heute noch die Welt bewegt. Von Arnold stammt der Satz: Nur Mut, der alte Gott lebt noch und verlässt seine Kirche nicht, wie hoch die Wellen sich auch türmen. Mag ja sein, dass Arnold ein anständiger Heiliger war. Aber unter den Heiligen gibt es auch zwielichtige Gestalten, die uns eher abschrecken, als zum Glauben zu ermuntern. Die von der Kirche heilig gesprochenen Männer und Frauen sind ein Angebot an uns. Sie können uns Orientierung geben und den Glauben bestärken. Niemand ist gezwungen, sich mit Heiligen zu identifizieren, die ihm aus welchen Gründen auch immer nicht passen. Jeder darf sich seine Vorbilder selbst aussuchen. Arnold Jansen ist nun mal ein Heiliger, der uns zeitlich und geografisch besonders nahe steht. Deshalb lohnt es sich, sich mit seinem Leben und Wirken näher zu befassen. Vielleicht hat er auch dir und mir heute noch etwas zu sagen. Um das herauszufinden, müssen wir uns aber erst einmal mit ihm auseinandersetzen. Und das wollen wir jetzt tun. Arnold Jansen wuchs als zweites von 11 Kindern der Eheleute Gerhard und Katharina Jansen in der Kleinstadt Gorb auf. Sein Vater war Fuhrmann und Landwirt. Beide Eltern legten besonderen Wert auf die christliche Erziehung ihrer Kinder. Vater Gerhard fragte nach jeder Sonntagsmesse ab, was in den Lesungen vorkam und in der Predigt dazu gesagt worden war. Hinzu kamen Fragen aus dem Katechismus.
Wer die Fragen beantworten konnte, bekam zur Belohnung einen Sonntagsgroschen. Wer die Fragen nur unzureichend beantwortete, ging leer. Vater, ich habe nun 2 Jahre lang am Borromeum Philosophie studiert und möchte mich für deine Unterstützung in dieser Zeit bedanken. Arnold, du weißt, ich war nicht immer dafür, dass du Priester wirst. Aber es scheint wohl deine Berufung zu sein. Und ich denke, an der Stelle werden deine Mutter und ich mit unseren doch mehr als bescheidenen Mitteln, werden wir dich unterstützen, wie es uns möglich ist. Vater, da ist noch etwas. Arnold, was ist los? Bedrückt dich etwas? Nein, mit mir selbst bin ich ganz im Reinen. Es ist nur... Ich fühle mich noch zu jung, um jetzt schon Theologie zu studieren. Und deshalb wollte ich dich bitten, zunächst Mathematik an der Bonner Uni zu studieren. Was willst du? Wenn du Priester werden willst, dass du dazu die heiligen Lehren lehren musst, das kann ich noch verstehen. Aber jetzt noch an einer ganz anderen Universität ein weltliches Fach zu belegen, das sehe ich nicht ein. Aber unser Bischof Johann Wieck von Münster ist auch damit einverstanden. Er möchte mich später an einem seiner katholischen Gymnasien als Lehrer einsetzen. Und er hat mir sogar finanzielle Unterstützung zugesagt. Das ist mir unbegreiflich! Wie kann der so etwas unterstützen? Jemanden in eine wildfremde Stadt zu schicken, eine so gefährliche Stadt wie Bonn sie ist, wo noch dieser Professor Hermes letztens noch vom Papst verurteilt worden ist. Aber Professor Hermes lehrte in Bonn Philosophie und Theologie. Ich möchte bei Bonn Mathematik studieren. Du hast also überhaupt nichts zu befürchten. Ich passe schon auf mich auf. Du kennst mich doch. Ja, ich kenne dich. Du bist noch kein Priester. Und kommst dann mit Leuten zusammen, Studenten, deren höchster Leidenschaft darin steht, Bier zu trinken. Dazu gebe ich meine Zustimmung nicht. So war er, Vater Gerhard Jansen. Er hatte seine Prinzipien. Und es war nicht leicht, ihn von etwas zu überzeugen. In seiner Enttäuschung ruft Arnold einen mächtigen Fürsprecher zur Hilfe. Einen, der bereits einige Semester im geschmähten Bonn Jura studierte. Es war der junge Wegmann aus Goch, ein guter Freund aus Gastonker Schulzeit. Wegmann versucht nun, Vater Gerhard zum Einlenken zu bewegen. Dank seiner einfühlsamen Worte und seines lebendigen Beispiels gelingt ihm das auch. Vater Gerhard gibt seine Zustimmung. Thank you.
Jeder hat doch auch das Recht, seine Erfahrungen zu sammeln und mal seine Grenzen auszutesten. Für sich genommen war das Ganze sicher harmlos. Aber ein Saufgelage anlässlich der Gründung eines christlichen Studentenvereins, das passte nicht. Hinzu kam, dass Arnold in dieser Situation sicher an die Worte seines Vaters dachte, der ihn ja gerade vor solchen Exzessen ausdrücklich gewarnt hat. Ja, ja, das Leben ist eben viel banaler, als wir uns das eingestehen wollen. Die hehren Ziele, denen wir uns manchmal verschreiben, werden oft von der Wirklichkeit gebrochen. Und übrig bleiben Frust und Enttäuschung. Aber Enttäuschungen können uns oft voranbringen und sind oft entscheidende Voraussetzungen für positive Entwicklungen. Arnold hat sich jedenfalls nicht entmutigen lassen. Er vertraute darauf, dass sein Herr ihm zur Seite steht und ihm hilft, Enttäuschungen zu überwinden. Yeah.
schön Gläschen Wein oder eine Flasche Bier, so richtig schön entspannen. Warum so negativ? Hat dich Leben und Wirken des heiligen Arnold denn überhaupt nicht berührt? Ging denn alles spurlos an dir vorbei? Nein, das weiß Gott nicht. Aber ich kann mir im Moment noch nicht wirklich vorstellen, dass dieser Nachmittag hier irgendetwas nachhaltig an unseren Einstellungen ändert. Mir würde es genügen, wenn dieser Nachmittag uns allen in guter Erinnerung bleibt und der heilige Arnold uns etwas näher gekommen ist. Wenn Arnold unsere Herzen erreicht, von mir aus auch bei Gebäck und Tee, Wein oder Bier, dann wird er auch für uns zu einem Heiligen, der heute noch die Welt bewegt.